Moin, Super Marillos, mein Name ist Sonic und ich heiße herzlich willkommen auf Raps. So, wir müssen nach unten, weil der komische alte Mann, der hat gesagt, wir sind ein Arschloch und wir sind alles schuld. Und deswegen haben wir die Rüstung nicht verdient, aber wir wollen die Rüstung natürlich haben. Haben wir die schon bekommen? Nice! Alter, wie knorkig wir aussehen. Wie ein Pirat. So, gut zu, hör zu! Gucken wir mal. Was soll das? Wenn du plaudern willst, war dein Weg hierher umsonst. Ich habe nichts mit dir zu besprechen. Hör zu, Mitsu. Es gibt das, was ich dir... Hör zu, Mitsu. Es gibt was, was ich dir verschwiegen habe. Es ist mir etwas unangenehm, es direkt vor ihm zu sagen, aber es war Link, der meine Schwester liebte. Okay. Ich war damals schon noch zu jung, um viel davon mitzubekommen, aber von meinem Vater habe ich immer wieder gehört, dass Link einen besonderen Platz im Herzen meiner Schwester einnahm. Was? Okay. Das hat dir doch erzonnen, um mich zu demütigen. Die große Mifa hätte niemals einen Idealer lieben können. Er erinnert sich ja nicht mal mehr an sie. Sogar beim Anblick ihrer Statue bleibt sein Herz bar jeder Regung. Das ist die Wahrheit, Mutsu. Auch wenn es, wenn sie es nie übers Herz gebracht hat, sie mit dir zu teilen. Komische Sätze haben die immer hier. Mensch. Sind die denn hin? Was ein Riesen-Oschi, ey. Weißt du noch, als wir uns zum ersten Mal begegnet sind? Du warst wirklich ein ungestümes Kind. Andauernd hattest du irgendeine Schramme. Und jedes Mal habe ich dich geheilt, genau wie jetzt. Hylianer werden so schnell erwachsen. Im Handumdrehen warst du viel größer als ich. Ich war so froh, dass ich deine Wunden heilen konnte. Ich war glücklich. Die Verheerung Ganon droht wiederzukehren. So viel wissen wir. Aber was genau auf uns zukommt, das können wir noch nicht einmal erahnen. Aber auch wenn der bevorstehende Kampf noch so hart wird, wenn du eine Verletzung davon tragen solltest, dann bin ich da und heil dich. Egal wie oft, egal wie schlimm es ist, ich möchte dich einfach beschützen. Wenn dieser Kampf vorüber ist, dann wünsche ich mir, dass du wieder zu Besuch kommst. Wie damals. Damals, als wir beide noch Kinder waren. Was ist, Link? Alles in Ordnung? Na, sowas, du zitterst ja wie eine Kaulquappe. Was ist denn? Was? Erst hast du sie vergessen und jetzt plötzlich erinnerst du dich wieder? Und das soll ich dir glauben? Einfach so? Beweise es mir. Geh und beweise mir, dass du es warst, dem sie ihr Herz geschenkt hatte. Wenn du mich überzeugt hast, sollst du erfahren, wo man Elektrofeile herbekommt. Verkauft ihr die dann nicht im Laden? Hast du es immer noch nicht verstanden? Sieh dir die Rüstung... Ach nee, hast du es immer noch nicht verstanden? Sieh dir die Rüstung, die Link trägt, genau an. Du kannst dich umziehen, so oft du willst. Glaub nicht, dass mich das in irgendeiner Weise... Da ist doch... Das ist doch die Zora-Rüstung. Die edle Mifa hat sie eigenhändig angefertigt und... Es sieht so aus, als besitze sie exakt deine Größe. Wie ist das möglich?
Hast du verstanden? Mifa hat Link geliebt. Für ihn hat sie die Rüstung gemacht. Dass sie ihm wie angegossen passt, ist der beste Beweis dafür. Weil du Hylianna noch nie leiden konntest, hatte Mifa allen verboten, dir davon zu erzählen. Dann musst du uns jetzt wohl helfen, Mutsu. Wie kommen wir an die nötige Menge Elektropfeile? Wie ich dich kenne, hast du jetzt schon einen Plan. Sollte die Rüstung wirklich und wahrhaftig für dich angefertigt haben? Haben Sie vergessen? Es schmeckt mir zwar noch immer nicht, einen Hylianer um Hilfe zu bitten, aber es bleibt mir wohl nichts anderes übrig. Ich bin ein Zuhörer von Ehre. Ich stehe zu den Blasen, die ich blubbere. Ich werde dir sagen, wo du Elektropfeile in Hülle und Fülle finden kannst. Dieser Berg, das ist sogenannte Donnerhorn, auf dem sich das Kap der Prüfung befindet. Auf diesem Berg lebt ein gefürchtetes Monster. Es schießt mit Elektropfeilen auf jeden Eindrilling. Für einen Zora sind diese Pfeile absolut tödlich. Aha! Der Leune! Dieses Monster verwendet mit Vorliebe Elektropfeile. Du musst versuchen, ihm ein paar davon abzuluxen. Er ist sehr gefährlich, aber du schaffst das sicher irgendwie, Link. Um den Titanen in den Griff zu bekommen, wirst du eine beachtliche Menge Elektropfeile brauchen. Sagen wir mal 20 Stück oder mehr. Bleibt abzuwarten, ob du es schaffst, so viele Pfeile zu ergattern. Was sagst du denn da, Mutsu? Natürlich schafft er das. Gut, wir sollten ins Wasser schlagen, solange das nass ist. Der schnellste Weg aufs Donnerhorn führt die Wasserfälle im Osten des Dorfes hinauf. Die Zora-Rüstung wird dir dabei eine große Hilfe sein. Schwimm einfach direkt unter dem Wasserfall und dann auf. Ich warte am östlichen Stausee auf dich, wo der Titan ist. Wenn du mindestens 20 Elektropfeile hast, komm dorthin. Okay. Gut. Nehmen wir es gemeinsam mit diesem Titanen auf. Oh yeah. Dann machen wir das mal. Also, das ist das Donnerhorn oder wie oder was? Und wir müssen da in den Wasserfall. Und da müssen wir... Aber verkauft der Typ hier nicht Wasser, Elektropfeile? Warte mal, hier lagen doch irgendwo Pfeile rum, oder nicht? Man kann doch Pfeile kaufen. Oder waren das hier? Was ist das? Eispfeile? Eispfeile mal 5. Holzpfeile. Ja, leck mich doch. Okay. Der Wasserfall. Zähler Wasserfall. Donnerhorn. Da, hier müssen wir hin. Lulusee. Chica-Sensor. Können wir an- ausmachen? Okay, da müssen wir hin. Ich frag mich nur grad. Was macht der da? Fuga, tut mir leid. Ich war gerade in Gedanken. Der ist am Verfugen, oder was? Der Fuga? Mensch, ich muss doch da hinten rüber. Wir müssen einen Stockwerk höher gehen. So. Ist immer noch an dem Elektropfeil dran. Hat die eine Quest? Hi. Hallo, du bist doch Link. Warum denn? Oh. Prinz Sidon rief laut, er wollte dem Titan zusammen mit Link, dem Hylianer, ein Ende bereiten. Mhm. Das bedeutet wohl, dass du das Donnerhorn erklärt hast, um die Elektropfeile zu finden. Ja. Ah. Falls ihm so ist, hätte ich eine Bitte. Nebenquest, Nebenquest. Diesen Berg nennt man das Donnerhorn. Dort treibt sich ein Monster mit einer roten Mähne namens Leune herum. Es muss jetzt nicht genau der sein, aber kannst du mir irgendwie einen Leunen zeigen? Ja. Sehr gut. Wir scheinen auf einer Wellenlänge zu liegen. Auf der Donnerhorn gibt es eine Klippe, das Kap der Prüfungen. Es gibt hier einen Unruhestifter, der Leute dazu antreibt, von diesem Kap in die östlichen Stausee zu springen. Aus diesem Grund möchte ich Aufklärungsarbeit für das Monster auf dem Donnerhorn betreiben, den Leunen. Er wird bekannt, wenn er bekannt wird, dass dieses Ungetüm aussieht, wird sich niemand mehr um den Kap der Prüfung wagen. Zumindest ist das meine Hoffnung. Also dann, Link. Die Einzelheiten überlasse ich ganz dir. Zeige mir einfach, wie ein Leune aussieht. Ich danke dir. Okay, wir müssen wahrscheinlich ein Foto machen mit unserem Stein. Dann müssen wir dann hier auf Foto und dann können wir ein Foto von ihm machen. Okay. So, da ist der Wasserfall, wo wir hoch müssen. So, wer ist das? Irgendwer. Da können wir jetzt hochschwimmen mit der Rüstung oder was? Ja, natürlich geil. Durch den Wasserfall und dann nach oben, haben sie gesagt. Da habe ich dich gejagt. Geflügel. Was ist das? Nein, es ist weg.
Und jetzt? Aufsteigen. Ja! Das braucht ja gar keine Ausdauer. What the fuck? Was geht mit Link ab? Das ist ja mega cool. Ist das hier schon das Teil? Ne, wir müssen. Wir gehen mal noch eins hoch. Runter, aufsteigen. Ja, das ist ja echt geil. Wenn der immer so schwimmen könnte. Okay, ein Leunen sollen wir ihm zeigen. Leunen, Leunen, Leunen. Was leuchtet denn da? Ah, da ist wieder so eine Tafel, hä? Mein Wächterschwert zerbricht gleich. Rip, rip. Oh, jetzt habe ich irgendwas gehittet und damit ist es kaputt. Na egal. Haben wir hier noch ein bisschen Maxi-Rübe, Maxi-Rübe. Beim großen Maxi-Rüben. Es gibt auch kleine Maxi-Rüben. Untersuchen, dann lesen wir mal. Die Geschichte des Volkes der Zoras. Zweiter Zusatz. Prinz Sidon streckt ein Monster nieder. Im Meer von Atheno lebte einst ein Oktorok von gigantischen Ausmaßen, groß wie ein Berg. Die Fischerleute liebten in ständiger Furcht vor diesem Ungeheuer. Als Kunde von dieser Not Prinz Sidon zu Ohren kam, zog er aus, um den Oktorok zur Strecke zu bringen. So stellte er sich dem Ungeheuer und ein Kampf entbrannte. Gerade war der Prinz einem Stein, den das Biest nach ihm spuckte, ausgewichen, als es ihn plötzlich einsaugte. Mit dieser List hatte das Monster schon die Karriere zahlreicher Helden für immer beendet. Nicht einer hatte überlebt, doch als die Zuschauer sich entsetzt abwendeten und den Verlust des Prinzen beklagten, schrie der Oktorok auf. Mit einem mächtigen Ruck brach die Spitze einer Schuppenlanze aus dem Bauch des Ungetüms hervor. Prinz Sidon hat im Inneren des Oktoroks den Kampf keinesfalls aufgegeben. Dem Monster blieb nichts anderes übrig, als sich dem Prinzen auszuspucken und zu fliehen, sich in Schmerzen windend. Doch heute ist die Erzählung von Prinz Sidons Heldenmut überall im Meer von Hateno in aller Munde. Ja, cool, hat er den viel kaputt gemacht. Finde ich ja ganz geil. Wir müssen, glaube ich, noch höher. Oder was ist das hier für ein Felsen? Da fliegt ein Insekt. Oh, da ist das Vieh. Von da ganz oben springen die runter, hä? Okay, wir müssen noch ein Ding höher. Gut, aber immerhin die Felswand hier haben wir gelesen. Okay. Das ist eine Ente. Aufsteigen. So, hier ist ein See. Elektrofeile, cool. 20 oder mehr brauchen wir. Elektrofeil, müssen wir mehr? Müssen wir klettern oder außenrum gehen? Wir gehen mal außenrum. Ah, Mistvieh. Okay, wir gehen weiter außenrum. Und noch Elektrofeile? Sehe keine. Da stecken noch zwei im Baum. Und das Vieh töten. Jawoll! Eine Spurtechse, sehr geil. Noch ein Elektrofeil. So, was ist das für ein Schild? Mutprobe voraus, aber nicht übertreiben. Alles klar. Wir machen mal den Fotomodus rein. Und dann machen wir so ein Foto von dem. Und dann können wir das dem der Tussi nachher zeigen noch. Vielleicht kriegen wir irgendwas Cooles dafür. Hier sind keine Elektrofeile. Ein Leune. Was hat sie gesagt? Rote Haare hat der Typ? Oder das? Oder es? Das ist so einer. Sollen wir gegen den fighten oder sollen wir einfach nur... Ach, das ist ein Löwe, sozusagen. Sollen wir jetzt schleichen oder sollen wir uns mit dem anlegen? Können natürlich auch schleichen. Ich will den eigentlich nur mal fotografieren. Ist er mit ihm?
Eintrag im Handbuch wird ergänzt. Deune. Ich mach mal zwei Fotos von ihm. Austauschen. Leune. Ich weiß nicht, ob man gegen den Typ kämpfen sollte oder nicht. Ich würde ja gerne einmal probieren, gegen den zu kämpfen. Ich meine, das Foto haben wir ja jetzt. Wir checken das einfach mal. Wir holen mal unsere beste Waffe raus. Alter, der macht halt einen Schlag, gell? Und der hat gerade irgendwie nicht geblockt. Sonst würde das wahrscheinlich so sein. Was ging jetzt mit ihm ab? Oh, einmal kann ich wegspringen, ein zweites Mal nicht. Haben die geschrieben vorhin. Ein Elektrofeil. Nimm die Dinge, gib die Dinge auf. Moment. Oh, ich hab falsch gedrückt. Wir brauchen irgendwas. Nein, das hier. Elektrofeil. Wo ist denn der Typ? Elektrofeil. Elektrofeil. Da hinten läuft der. Muss nachher noch irgendwie ein Foto von dem machen und dann abhauen. Also die Elektrofeile stecken immer im Baum. Oh, da hätte ich was aufheben können. Ist nur die Frage, in welchen Bäumen? So, ich fälle mal alle. Da ist noch ein Elektrofeil. Gib ihn mir! So, da steckt auch noch einer. 20 Stück brauche ich. Okay, was haben wir aus? Kann ich irgendwie zoomen? Alter. Leune. Machen wir den auch weg. Leckten Pfeil. Noch einer? Nee. Im Felsen steckt noch einer. Uiuiuiui. Elektrofeil, neuer Zielpunkt. Da sind auch noch Elektrofeile. Ich habe wahrscheinlich schon 20. Aber lieber ein, zwei mehr, als welche zu wenig, hä? Da kommt noch einer vom Himmel. Eine Eiche. Oh, das sind noch 3 Stück. Okay, jetzt will ich mal kurz in das Questings gucken. Tagebuch. So. Männer verboten. Das ist das mit der Dings. Schreine. Nebenaufgaben. Atheno-Institut. Dorf der Zuras. Bild eines Leunes zeigen. Okay, das müssen wir dann später machen. So, jetzt gehen wir mal hier hoch. Und dann können wir wahrscheinlich runter. Alter, hier sind viele Pfeile noch. Wie viel haben wir denn jetzt? 33, das dürfte reichen, oder nicht? Das dürfte reichen, Pamarillos. So, was haben wir hier für ein Schild? Zeigt beim Sprung in den Stausee euren Mut, Krieger Zoras. Und wo wartet der Typ jetzt auf mich? Da soll ich reinspringen? Eigentlich müssen wir das machen, oder? Wir speichern einfach mal vorher. Ups. Speichern.
So, und dann gucke ich mal, wo wir hin müssen. Das ist das Album. Ah, jetzt haben wir hier ein Bild von dem. So, nach links, nach links. Das sind die Erinnerungen. Okay, hab ich. Ja, wir müssen eigentlich geradeaus. Einfach nur geradeaus, hä? Vorne auf das Dings drauf. Alter, das ist hoch. So, da hinten müssen wir drauf. Wer klingelt denn hier sonntags? Der Nachbar oder so. So, da gehe ich mal gucken. So, weiter geht's. Ah. Da bist du ja, Link. Bin schon langsam ungeduldig geworden. Hä? Jetzt hat er die Augen aber zu. Hast du die Zora-Rüstung und die Elektropfeile? Ja, sicher. Gut gemacht. So habe ich mir das vorgestellt, Link. Dann lass uns diesen Titan mal besänftigen. Los geht's. Hui! Kann das jetzt auch. Achte auf den Rücken des Titanen. Siehst du die rosa leuchtenden Vorrichtungen? Die musst du mit Elektropfeilen abschießen. Okay. Dank der Zora-Rüstung kannst du Wasserfälle hinaufschwimmen. Ich bringe dich unter die Wasserfälle, dann schwimmst du schnell hoch und schießt. Du wirst das schaffen, davon bin ich überzeugt. Komm, steig auf meinen Rücken. Das wollte ich hören. Gut, dann komm. Auf geht's. Oh shit. Im Schwimmen macht mir keiner was vor. Ja, der sieht und der hat das schon drauf. Ruta hat uns bemerkt. Ziehe ich mich erstmal zurück und versuche den richtigen Moment abzupassen. Ich schwimme so schnell ich kann. Rutas Angriffe musst du abwehren. Wie denn? Ruta wird zweifellos seine antike Technologie gegen uns einsetzen. Er besitzt die Kraft, Eisblöcke zu erzeugen. Du musst sie irgendwie abwehren, bevor sie uns treffen. War Ruta, okay. Oh, aufsitzen. Wenn das Eis nicht wäre, zerstöre das Eis. Wie denn? Hä? Ich brauche mal eine andere Waffe. Mushin Großschwert. Rechte Axt. Hä? Soll ich das kaputt machen? Oder soll ich da drauf schießen? Ah ja, okay. Das geht. Hast du Elektropfeile? Ja, sicher. Hier. Ich habe Elektropfeile. Komm, den Wasserfall hoch. Und hoch. Ich hab doch gedrückt. Und jetzt? Okay, ich bin im Wasser. Aufsitzen. Nein! Jetzt bin ich abgesoffen. Ich habe Aufsitzen gedrückt und dann bin ich zu weit weggeschwommen. Ah, okay. Du musst aufpassen. Ja, ich pass auf. Ich pass auf. Ja, ich muss erstmal was essen. Einmal einen Moment kurz warten. So, warte. Rezepte. Wir haben doch hier was Schönes gekocht. Zum Beispiel irgendwas, was uns mehr... Okay, doch nicht. 4? Ja, dann, das reicht. Ah, fuck, das ist ein Elektropfeil. Ich muss die Pfeile wechseln. Sehr schön, welcher kommt jetzt? Der? Nein. Gut. Elektropfeile? So, dann treffen wir. Oh shit. Ja. Also ich darf nicht so lange das Parasegel offen haben, weil sonst verbrauche ich die Ausdauer und dann kann ich nicht schwimmen am Ende. Du ertrinkst mir nicht. Aber der rettet mich ja jedes Mal. Das ist deswegen. Achso. Okay.
der lässt sich aber was einfallen, der Tarn. Jetzt! Ein Elektropfeil! Ein Elektropfeil! I do it! Und hoch mit uns! Sehr gut, Link! So. Aufsitzen. Noch einmal! Okay. Nein. Das Eis! Ich mach doch was gegen das Eis. Das ist gar nicht so einfach. Flitzpiepe. Lol, ich hab ihn getroffen. Genau. Ah, ich kann nicht so schnell. Den haben wir. Das ist gar nicht so. Ey, hier lernt man aber Bogen schießen, sag mal. Noch zwei. Okay, da kommt noch einer. Oh, zu früh. Ei. Okay, man muss mal ein bisschen vorausschicken. Ein Elektropfeil. Gut, hab ich. Dann schwimm mal ein bisschen schneller, du alter Sack. Und Wasserfall hoch. Dingeling. Also hier haben wir ja schon alle. Gute Arbeit, Link. Haben wir alle? Und jetzt? Was macht er jetzt? Oh, das war spitze! Nur Link, Ruta stößt jetzt kein Wasser mehr aus. Und da ist er aufgetaucht. Du wolltest doch in sein Inneres, oder? Ich bring dich zu ihm. Schon mal viel Erfolg da drin. Ja, danke. Dann lass uns mal da reingehen. Link! Gute Arbeit. Der Titan hat endlich aufgehört, Wasser zu versprühen. Aber damit fängt deine eigentliche Aufgabe erst an. Jetzt geht's ans Eingemachte. Ich wünsche dir viel Glück. Wir sehen uns später im Dorf der Soras. Du schaffst das. Link, du bist wirklich spitze. Ah, wir aktivieren das mit dem Shika-Stein. Dieser Ort wird als Teleportziel auf der Karte eingezeichnet. Ring. Du lebst also wirklich noch. Oh, da redet jemand. Ich habe nie die Hoffnung aufgegeben, dass du eines Tages hier zu mir kommen würdest. Möchtest du Ganons Macht vertreiben und Ruta befreien? Dann solltest du dir als erstes die Karte beschaffen, die sein Inneres zeigt. Die Karte hütet dieser Leitstein. Wenn du ihn erreichen kannst, gehört sie dir. Okay, gut. Das machen wir in der nächsten Folge. Wir sehen uns dann, ja, bis dahin. Daumen nach oben und stay pam. Tschüss. Anzug, bitte markiere meine Feinde, denn danach kannst du schnell das Abonnieren-Fenster einblenden. Klick da drauf, dann habt ihr mich auf dem Radar, denn das ist im Battle wichtig, damit ihr nichts verpasst. Also tritt mir in den Arsch, damit ich Feinden in den Arsch trete, schickt den Kommentar, denn das heilt und es spart Leben, viel mehr Energie. Müsst ihr nur Daumen hoch drücken, denn mein Highscore kann sich nicht einfach so füllen. Ach du Scheiße, ich habe Verbindungsprobleme.